ich habe kein Interesse daran, Vermögen aufzubauen. Das bringt mir nichts. Dann gebe ich es lieber aus und wachse dadurch und sorge dafür, dass ich noch bessere Musik machen kann. So, und wenn das dazu führt, dass ich wenig Steuern zahle, dann ist es gut. Ich bin Tobi Weiß, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Komponist für hauptsächlich Videospiele. Ja, heute ist ja schon 9 Uhr. Manchmal sitze ich ja auch um 5 oder um 6, je nachdem wann ich aufwache. Also ich passe mich da einfach an. So, jetzt überlege ich, womit ich anfange. Das ist erst später. Ja, wieder dasselbe. Das ist ein Encounter-Dungeon, ein spezieller Dungeon. Und wir haben da ich habe da so ein Weinen von einem Kind kaputt gemacht. Aber das läuft die ganze Zeit durch. Wenn man das immer wieder spielt, könnte das schnell nervig werden. Muss man sich auch immer Gedanken drüber. Ja. Das sind sehr schwierige Kämpfe und das hat auch was mit diesem kleinen Mädchen zu tun. Aber das kann nicht die ganze Zeit laufen, weil diese Encounter-Dungeons kommen nicht zu oft vor, aber manchmal. Und so, dann muss man sich manchmal von Sachen verabschieden, weil man halt immer im Kopf behalten muss. Das muss im Spiel funktionieren. Es geht nicht primär darum, dass die Musik standalone gut ist. Sie muss zusammen mit der visuellen Ebene funktionieren. So, immer. Genau, hier sind wir jetzt in der Oberfläche, in der Engine. Hier sieht man so, was so in der Welt passiert. Wie gesagt, das ist noch sehr, sehr früh. Und es geht um diesen Moment. Man kommt nach dem Tutorial, kommt man hier so hoch, da unten hinten kommt man raus, da war man das erste Mal in der Stadt. Und in der Stadt ist 2D-Hintergrundmusik, aber unsere grundsätzliche Overworld, die zu den Dungeons führt, hat eigentlich nur Atmosphäre. Genau, jetzt muss man dieses Wummern. Und das ist gut, das soll am Anfang sein, damit man auch, man hört, das kommt von rechts, weil dann denkt man sich, was ist denn das? Vielleicht gehe ich dann da hin und wenn man da drauf geht, triggert dieses Hauptmotiv. Finde ich auch sehr schön, dann kann man hier gucken und dann hinterher sieht man da noch andere Sachen, wenn man wieder weggeht. Ich habe mein Leben lang Musik gemacht und gleichzeitig habe ich auch mein Leben lang gerne Videospiele gespielt. Da ist ja eventuell diese erstmal utopisch klingende Idee, vielleicht versuche ich das zum Beruf zu machen. Dass ich dachte, okay, komm, ich gehe jetzt all in, versuche irgendwie mich nebenher um Geld zu kümmern. Ich habe auf Festivals gearbeitet, ich habe im Theater gearbeitet. Meine Deadline war 30, da wollte ich ein Resümee ziehen und gucken, hat das irgendwie funktioniert? Kann ich da jetzt da gerade von leben? Bin ich fröhlich? Und das hat funktioniert. Noch Battle Theme. Das macht Spaß in der Library, das habe ich mir selber ausgesucht, das Projekt. Ich kann einfach machen, was ich will. Und ich hatte Bock auf so klassische Fantasy-Musik, da habe ich aufgewachsen. Ich liebe diesen Rhodope-Chorus, einfach dieses. Schöner Klang. Ich habe über 7 oder 8 Jahre mittlerweile vielleicht auch quasi nur super low und no budget Projekte teilgenommen. Ich habe mir Studenten gesucht, die gerade Spiele machen. Einfach ganz, 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 ganz viel. Dadurch baut man sich auch gleich Kontakt zu Leuten auf, die teilweise jetzt Jahre später zurückgekommen sind mit, hey, ich habe jetzt Budget, das war cool damals. So, und deswegen war das immer das Wichtigste, da auch all in schon zu gehen und immer alles reinzuwerfen, auch wenn es vielleicht nur dann 1 Euro pro Stunde letztendlich gibt. Ich verbringe von meiner wachen Zeit ungefähr 80-90% in diesem Zimmer. Vielleicht ein bisschen weniger, manchmal viel mehr geht da ja nicht, aber es ist schon wirklich viel. Aber ich mag das Zimmer sehr und deswegen habe ich es mir auch schön gemacht. Ich zahle hier 515 Euro Miete, das ist die Hälfte von 1030 Euro und die teile ich mir mit meiner Freundin. $400 pro Minute ist eine sehr gute Sache. Das ist eine gute Rate. Man muss aber auch bedenken, dass in dem Fall dann wirklich viele Stunden in eine Minute Musik fließen. Die Vorbereitung, die Überlegung, was
warum benutzt man überhaupt gerade hier dieses und jenes, das ist da alles mit reingerechnet. Ab 150 Dollar pro Minute lohnt es sich. Ich arbeite auch viel oft darunter. Ich mag auch Technik, so, das ist dann auch immer schön. So, oh, die ist noch ein bisschen schneller, super, merke ich ja nicht. Aber das kann ich mir zumindest denken. Also das ist alles besser. Auch solche Sachen wie noch eine Festplatte ist alles besser als eine Gasrechnung zu bezahlen. Weil da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Klar, es ist warm, aber das ist so, oder weiß ich nicht, was es da so gibt. Und das ganze andere Zeug, quasi, oder sehr, sehr, sehr großer Teil von den Dingen, die mir Spaß machen. Eine Statue für Produktpräsentation und Set-Deko, weiß ich nicht. Das ist ja alles, das kann ich alles absetzen. Also ich habe nicht viel Steuern gezahlt, weil es sind ja nicht nur, es sind einmal andererseits die Anschaffung, die ganzen virtuellen Instrumente, ein Haufen Geld. Und ich gucke dann auch schon so am Ende des Jahres oder im Verlauf des Jahres, dass ich irgendwie Richtung Null komme. Genau, hier sind letztendlich so die virtuellen Instrumente, verschiedene gestrumpte Akustikgitarren, Picked Guitars, Retro Machines, Riser, Solo Cello brauche ich gleich auch noch, gut, dass ich das sehe. Aber das ist das Allerwichtigste. So, gute, vielfältige virtuelle Instrumente. Im Jahr 2021 habe ich knapp 39.000 Euro eingenommen und 20.000 Euro Gewinn gemacht. Für meine Rente? Ja. Also da, ich bin der KSK, da geht ein bisschen was rein. Und ansonsten, das schiebe ich noch aus meinem Kopf raus. Ich hoffe, dass ich den Beruf ganz lange machen kann und möchte. Ansonsten, ich habe gerade nicht den Kopf und die Zeit und die Expertise dafür, mich jetzt mit irgendwelchen Investitionen auseinanderzusetzen. Ich gehe jetzt, wie gesagt, erstmal, ich gehe da voll rein und gucke, was passiert und dann schaue ich weiter. Ist vielleicht, mag das auf den einen oder anderen kurzsichtig oder wie die komplette planerische Katastrophe wirken, aber damit komme ich super gut klar. Ich mache jetzt ein Video für Instagram. Da habe ich keine Reserve mehr. Das ist eigentlich ein Tag, wo ich immer recht viele für den Monat mache und dass ich dann schön was vorbereitet habe. Aber genau, da habe ich jetzt noch was gerade neu gemacht. Nehme ich jetzt ein Snippet raus und spiele jetzt noch ein Instrument über das, was schon da ist. Früher habe ich das immer täglich nach der Arbeit gemacht, einfach dann noch ein Video, aber voll der Stress, weil da muss man jeden Tag was machen. Und es ist irgendwie nicht cool, wenn ich jeden Tag eine Sache auf jeden Fall machen muss und dass es immer dasselbe ist. So, das ist genau das, was ich nicht gut finde. Ich bin da relativ gut durchgekommen. Ich meine, ich habe das quasi das Fundament für einen neuen Library-Track gelegt. Ich habe die Sachen in Engine, in NFC angepasst, habe da die anderen Tracks noch erweitert. Was denn noch? Ich will mal gucken. Also es ist auf jeden Fall viel getan. Morgen muss ich noch einen anderen Track abgeben, aber den kann ich auch morgen ganz entspannt machen, weil da habe ich auch Lust drauf. So, und das heißt, du machst jetzt Feierabend oder was? Nee. Weil ich habe jetzt natürlich auch sehr Lust, den Dungeon-Track weiterzumachen, den ich heute Morgen angefangen habe. Das müsste ich natürlich nicht. Aber das möchte ich jetzt so nicht liegen lassen. Das hätte ich, haben wir darüber gesprochen, also ich hätte am liebsten, glaube ich, den ganzen Tag direkt mich darum gekümmert oder bis ich dann an dem Punkt bin, okay, jetzt erstmal ruhen lassen. Aber das muss ich schon noch heute machen. Sonst kann man nicht gut schlafen.
Das war mein Tag. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante Einblicke in die Arbeit als Komponist erlangen. Hier geht's zu einem weiteren Video und hier auch. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich arbeite jetzt weiter.